Wie Sie alle wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Stadt Augsburg kürzlich beschlossen, ihren Augsburger Friedenspreis fortan dem Sieger der Augsburger Friedenskämpfe zu verleihen, einem Wrestling-Turnier in der Augsburger Innenstadt. Wir haben, oh, warten Sie, höre gerade von unserem Reporter vor Ort, da ist etwas passiert. Michael Luther, was ist los? Ja, meine Damen und Herren, hier auf dem Augsburger Königsplatz gab es gerade eine sensationelle Wende im Kampf um den Friedenspreis. Favorit George Clooney wurde vor einer Minute von Heiner Geißler auf die Matte geschickt. Geißler ging als krasser Außenseiter in den Ring, er ist 81 und damit eigentlich zu alt für den Friedenskampf. Tatsächlich hat er einen Stuhl mit in den Ring genommen, was anfangs für Gelächter sorgte. Doch als Clooney ihn in der ersten Runde anging, stand Geißler nicht einmal auf. Mit nur einer Hand griff er George Clooneys Arm, drehte ihn herum, dass man das Knacken bis in die letzte Reihe hören konnte und knallte ihn auf die Matte, wo der Hollywood-Star benommen liegen blieb. Das war wohl einer der geheimen Jesuiten-Wrestling-Tricks, von denen bisher vorher nur gemunkelt wurde. Eine Sensation, aber nicht die erste des Turniers. Unvergesslich bleibt, wie gleich am ersten Tag Claudia Roth nach 8 Runden auf dem Gesicht von Xavier Nadu saß. Und natürlich das Match von Bill Clinton gegen Günter Grass, der keine Chance gegen die Rechte des durchtrainierten Ex-Präsidenten hatte. Und es bleibt weiterhin spannend, denn heute Abend tritt Günter Jauch gegen Nina Hagen an. Das wird wahrscheinlich der brutalste Kampf der Vorrunde. Ganz nach dem Motto der gesamten Veranstaltung: Friede sei mit euch. Damit zurück ins Funkhaus.